Hallo, ich heiße Karin Müller und ich schreibe Pferdebücher. Mein neuestes Pferdebuch hier ist Nordstern. Das ist der erste Band einer neuen Trilogie, die als Prequel dient im Prinzip, also als Vorgeschichte, erzählt die Vorgeschichte zur Trilogie Nordlicht, die ihr vielleicht schon kennt. Und daraus möchte ich euch heute ein bisschen was vorlesen. Island, ahoi. Erla, komm von der Reling weg. Das ist viel zu gefährlich. Du holst dir den Tod, Kind. Um nicht umgeweht zu werden, klammert meine Mutter sich mit beiden Händen an der braun lackierten Holztür fest, die ins Innere des Schiffes führt. Sie ist ein bisschen bleich um die Nase, aber ihre Wangen glänzen rosig. Das macht die Kälte. Wir sind viel zu dünn angezogen für dieses Wetter. Dabei tragen wir schon die wärmsten Sachen, die wir mitgenommen haben. Übereinander. Nur noch einen Augenblick, Mutsch. Ich kann das Land schon sehen, guck doch mal. Ich kann meine Finger kaum noch spüren, aber das ist mir völlig egal. Schaumkronen tanzen über die Wellen. Und da vorn, in der Ferne, da sieht es so aus, als ob schroffe Felsen mit Schneehauben aus dem Meer wachsen. Ich kneife die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Das muss es sein, Island. Und gleich dahinter kommt der Nordpol, glaube ich. Der Wind treibt mir Tränen ins Gesicht und wischt sie mit meinen eigenen rotblonden Haarsträhnen, die er mir aus der Wollmütze gestohlen hat, wieder fort. Die Fähre hebt und senkt sich, als ob wir auf dem Rücken eines Meeresungeheuers reiten würden. Jedes Mal, wenn wir in ein Tal fallen, plumpst mein Magen ein Stück mit. Und wenn wir auf die nächste Woge hinaufgetragen werden, habe ich das Gefühl, ich könnte spielerisch die Möwen erreichen, die über uns kreischen. Ich fühle mich frei, so frei und leicht. Wenn ich den dicken, glatten Holm der Reling loslasse, könnte ich abheben und mit ihnen fliegen. Neben mir übergibt sich jemand in die See. Ich habe keine Zeit für Übelkeit. Ich bin viel zu aufgeregt. Wir sind unterwegs in ein neues Leben. Mutsch hat versprochen, dass wir nie wieder Hunger haben werden. Keine zerbombten Kellerwohnungen mehr. Kein Kohlen klauen oder heimlich Rüben aus den Äckern ziehen müssen, damit wir etwas zu essen haben. Nie mehr vor den Hunden der Bauern wegrennen, draußen auf dem Land vor Lübeck, wo ich geboren wurde, 4 Jahre bevor Hitler diesen wahnsinnigen Krieg begonnen hat. 4 Jahre ist der Zweite Weltkrieg nun vorbei. Ich bin 14 Jahre alt und ich kann anpacken und hart arbeiten. Das ist der Grund, weswegen man meiner Mutsch erlaubt hat, mich mitzubringen. Nicht, dass sie ohne mich gefahren wäre, aber andere Mütter mussten das. Neben Mutsch in der Schlange vor dem isländischen Konsulat stand eine Frau, die ganz verzweifelt war, weil sie selbst auf Island keine unnützen Esser haben wollen in ihren Bauernhöfen. Sie musste ihren kleinen Sohn bei den Großeltern zurücklassen, sonst hätte sie die Stelle nicht bekommen. In einem Jahr will sie ihn nachholen, hat sie Mutsch erzählt, oder wieder zurück nach Deutschland gehen, wenn sie bis dahin genug Geld gespart hat. Denn die Isländer zahlen gut. Sie müssen wirklich dringend Arbeitskräfte auf dem Land brauchen, wenn sie sie sogar mit dem Dampfschiff aus Deutschland holen. Mutsch und ich wollen bleiben. Das wissen wir jetzt schon. Wohin sollen wir auch zurück? Wir haben keine Großeltern mehr. Das war keine Option für uns. Ich bin halbwaise. Mein Vater ist tot. Er ist bei einem Bombenangriff gestorben, schon 1939. 10 Jahre ist das her. Ich kann mich kaum noch an sein Gesicht erinnern. Ich war noch so klein, sagt Mutsch. Das sei normal. Wir müssten nach vorne schauen. Auf Island gibt es Pferde, sagte sie, als sie mir 5 Wochen zuvor von ihrem tollkühnen Plan erzählte. Sie hielt einen Zeitungsartikel aus den Lübecker Nachrichten in der Hand und ihre Augen glänzten, trotz der dunklen Ringe darunter, zum ersten Mal seit vielen Monaten. Der isländische Bauernverband sucht Arbeitskräfte, Erla Kindchen. Stell dir vor, ledig, stark und gesund, als Landhelferinnen. Das kriegen wir schon hin, du und ich. Das schaffen wir auch noch. Island, habe ich gefragt. Wo liegt das? In der sowjetischen Besatzungszone? Dummchen, hat Mutsch gelacht und mich herumgewirbelt. Es ist weit weg von der Bundesrepublik und den Russen. Es ist ein Land auf einer Insel aus Eis, ganz oben im Norden. Vielleicht sehen wir Eskimos? Oder Pinguine? Sie zahlen unglaublich gut, die isländischen Bauern, sogar die Überfahrt. Und wenn da so viel Schnee liegt, wie Sie erzählt haben, dann kann das mit der Landwirtschaft auch nicht so schwer sein, oder? Ich habe oft beim Melken zugesehen, damals, zu Hause. Das sah ganz leicht aus. Wir geben einfach an, dass wir das können und Erfahrung haben. Und ich laufe gleich morgen aufs Amt und beantrage unser Visum. Und polizeiliche Führungszeugnisse brauchen wir auch noch. Und ich hörte gar nicht mehr richtig zu. Ich suchte gleich nach meinem Koffer. Mutsch ist in Ostpreußen aufgewachsen, auf einem Gut.
Da gab es nicht nur viele Kühe, sondern auch Trakehner, große, stolze Pferde. Solche werden die Wikinger wohl auch haben, sagte Mutsch. Nur die Großen und Starken können in solch einem Land überleben. Aber wir hoffentlich auch. Und jetzt stehen wir an Bord dieses Schiffes, der Esja. Zusammen mit über 200 anderen jungen Frauen und Mädchen, die sich auf die Zeitungsannonce beworben haben und genommen wurden. Ich habe mit Pferden noch nicht so viel zu tun gehabt. Als ich klein war, gab es in unserer Straße ein Gespann mit zwei Kaltblütern, die haben die Malzsäcke in die Brauerei gezogen. Sie kamen fast jeden Tag an unserer Wohnung vorbei. Aber eines Morgens waren sie weg, zum Kriegsdienst eingezogen, genau wie Papa. Und genau wie er kamen sie nie mehr zurück. Erla, komm jetzt endlich, ruft Mutsch erschöpft. Meine Mutter fällt fast um, als sie die Holztür mit dem runden Bullauge mit einer Hand loslässt, um mir den Arm entgegenzustrecken. Hat sie etwa die ganze Zeit hier draußen gestanden? Ihre Lippen sind blau gefroren, ihre nackten Beine unterm Rock krebsrot. Dabei ist Sommer. Wir haben den 9. Juni 1949. Und in Hamburg war es warm und sonnig, als wir vor 4 Tagen an Bord gingen. Das ist der Einstieg in die Geschichte von Erla und ihrer Mutsch, die also frisch aus Deutschland nach dem Krieg 1949 nach Island kommen, um dort sich ein neues Leben aufzubauen. Und das wissen die wenigsten. In dem gleichen Jahr 1949 sind meine Eltern auch mit einem Schiff aus Deutschland geflohen, allerdings nach Schweden und nicht nach Island. Aber vielleicht war das auch mit ein Grund, weswegen ich unbewusst unbedingt diese Geschichte erzählen wollte, die ja für ein Pferdebuch erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist, historisch anzufangen nach dem Krieg. Und ich wäre aber natürlich nicht ich, wenn ich nicht dann wieder den Bogen geschlagen hätte. Und auf Island bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig. Da stolpert man sofort über Elfen und über andere mystische Wesen. Und natürlich begegnet auch Erla wieder Kreaturen, Wesen und natürlich Pferden, ganz vielen Pferden. Wir schauen mal ein bisschen weiter in die Geschichte rein. Wir sind gleich da. Gleich landen wir in Island. Da draußen wartet unser neues Leben. Ist es nicht so? Mutsch lächelt mich müde, aber vorfreudig an. Ja, Kindchen, das ist wohl so. Lass dich kämmen. Wir wollen einen guten Eindruck machen. Und dann lass uns staunen gehen. Als ich hinausstürmen will, hält sie mich noch einmal zurück. Eindringlich sieht sie mich an. Erla, die Dinge, die du manchmal siehst. Sie räuspert sich und sieht sich um, ob uns auch niemand zuhört. Diese Flausen behalten wir für uns, auch hier in diesem neuen Land. Abgemacht? Ich nicke eilig. Ich will raus. Ich sehe keine Dinge. Aber das habe ich Mutsch noch nie begreiflich machen können. Manchmal weiß ich, was geschehen wird. Ich weiß es einfach. Manchmal sehe ich Menschen und Tiere, die andere nicht wahrnehmen können. Oder andere Wesen. Diesen Unsinn habe ich von Papa, sagt Mutsch. Im sogenannten Dritten Reich war es gefährlich, solche Sachen zu erzählen. Die Nazis hätten mich mitgenommen, sagt sie. Und dass ich ihr mit diesen Flausen graue Haare gemacht hätte, seit ich klein war. Aber eine alte Frau in den Trümmern hat mir einmal erzählt, das wären keine Flausen. Man nennt das eine Gabe und ich hätte das zweite Gesicht. Mutsch hat die alte Frau nicht gesehen, wie sie da saß und so nett mit mir gesprochen hat. Also habe ich sie ihr beschrieben. Sie wurde kalkweiß im Gesicht und zog mich damals schnell weiter. Sie sagt Flausen dazu und will davon nichts wissen. Und eine Backpfeife bekam ich auch. Die einzige in meinem Leben. Ich bin es also gewöhnt, allein zu sein. Es dauert noch bis zum nächsten Tag, bis wir endlich von Bord dürfen. Zuerst müssen wir alle gründlich von einem Arzt und seinen Helferinnen untersucht werden. Als ich fertig bin, renne ich wieder nach draußen, alle Treppen hinauf bis zum obersten Deck, das ich erreichen kann, und bestaune die Hafenstadt aus der Höhe. Kleine bunte Häuser, dahinter Berge und überall Wasser, aber kein einziger Baum. Ein paar junge Männer sind zu uns herübergerudert und winken und lachen und rufen zu uns herauf. Ich und die anderen winken hinunter. Die Eskimos sehen die aber nicht aus, kichert jemand neben mir. Da stehen 3 Mädchen, nur ein paar Jahre älter als ich. Tuschelnd rempeln sie sich an, zeigen auf die Jungs und albern herum. Als die einheimischen Jugendlichen abdrehen und die Esja umrunden, kreischen sie ihnen enttäuscht hinterher. Es dauert aber nicht lang und die Boote wenden. Die Jungs kommen zurück. Einer hat eine Gitarre und schmettert schmachtende Lieder.
Das wird mir zu blöd. Als ich mich umdrehe, um hineinzugehen, sehe ich knapp über den Bergen am Horizont ein Licht tanzen. Nein, es tanzt nicht. Es steht da ganz ruhig, der Abendstern. Man sieht ihn, obwohl es noch immer nicht dunkel ist. Für einen Moment werde ich ganz ruhig. Das Gelächter und Gejohle um mich herum verblasst zu einer summenden, weit entfernten Geräuschkulisse, wie ein Bienenstock ganz hinten im Garten. Hallo, Nordstern, sage ich leise. Und ich bilde mir ein, dass er blinkt, einmal lang aufleuchtet, wie um mir zu antworten, wie das Licht eines Leuchtturms. Er wird mich führen, was auch immer geschieht. Ich weiß es einfach und mich erfüllt tiefer Frieden. Ja, so kommt Erla also nach Island und trifft auch gleich auf einen sonderbaren Jungen, als sie am Hafen sind. Und den möchte ich euch auch noch vorstellen, denn der ist wichtig für die nächste, ja, für die nächsten 2, 3, 4, 5 Bände, glaube ich. Aber verrate ich natürlich noch nicht. So, wo steige ich denn da mal ein? Den Geruch und die Geräusche im Hafen werde ich nie vergessen. Als wir am nächsten Morgen endlich wieder festen Boden unter die Füße bekommen, riecht es nach Algen und Fisch und Feuer. Möwen kreischen uns einen Willkommensgruß. Ich sehe Fischerboote, Netze, Reusen, ein Fuhrwerk mit 2 kleinen, puscheligen Ponys, daneben eine riesige amerikanische Limousine. Es gibt viele schicke Autos hier und Männer mit Wollmützen und dicken Strickpullovern, aber immer noch keine Eskimos. Die Menschen sehen alle genauso aus wie wir, bis auf ein paar Jugendliche, die weiter weg zwischen ein paar Fässern warten und sich ducken, als ich ihnen zuwinke. Sie tragen lustige Trachten und anscheinend gehören ihnen die 4 Ponys, die ich mit einem weiteren Burschen ein Stück weiter weg hinter großen Kisten mit Eis erspähe. Mutsch zieht mich durchs Gedrängel. Es gibt eine Art Empfangskomitee für uns. Musik spielt, Kinder schwenken blaue Fahnen mit einem rot-weißen Kreuz und alle reden auf uns ein. Alle rufen durcheinander. Jemand legt mir einen kratzigen Wollpullover um die Schultern. Mutsch bekommt von einer älteren Frau mit Tränen in den Augen einen dicken Schal geschenkt. Die Frau hat eine große Tüte mit Kleidung dabei und schenkt jedem etwas daraus im Vorübergehen. Ein großer Mann im Anzug hat eine Liste und versucht durch all den Lärm uns einzuteilen. Und alle starren uns an, als hätten sie noch nie so viele Frauen auf einmal gesehen. Das hab ich auch nicht. Ich strecke meine Nase in den grauen Himmel und muss lachen, weil es so schön ist, wieder die Erde zu spüren, auch wenn das Schiffschaukeln in mir noch immer anhält. Einer der Jungen rempelt mich an und versetzt mir einen kleinen Stromstoß. Entschuldige, sage ich, und er reißt erschrocken die Augen auf. Dann grinst er und in seinen sommersprossigen Wangen entstehen tiefe Grübchen. Hast du Schokolade? Will er wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt die Lippen bewegt hat. Bedächtig schüttle ich den Kopf. Niemand sonst scheint Notiz von ihm zu nehmen. Und das Kribbeln in meinem Unterarm, an der Stelle, wo wir aneinander gestoßen sind, lässt nur sehr langsam nach. Also vermute ich, dass nur ich ihn sehe. Ich staune. Hier oben gibt es euch auch? Frage ich leise. Mutsch soll mich nicht hören, sonst bekomme ich wieder Ärger, weil ich mit der Luft rede und die Leute deshalb einen falschen Eindruck von mir kriegen. Ich habe ein Stück Brot geschenkt bekommen. Möchtest du die Hälfte haben? Vorsichtig hole ich den Kanten aus meiner Jackentasche. Der Junge streckt mir die Zunge heraus. Ich schneide ihm ebenfalls eine Grimasse und er zieht ab. Seine Freunde mit den Ponys weiter hinten johlen und ich beschließe, ihn zu vergessen. Das klappt natürlich nicht, dass sie ihn vergisst. Der Junge heißt Floki, wie sie später erfahren wird. Und Floki ist vielleicht auch gleich ein schönes Beispiel dafür. Die Namen in meinen Büchern, die spielen auch immer eine Rolle. Pferdenamen sind auch total wichtig. Also nicht nur die Namen von den Kindern oder den Erwachsenen in den Büchern spielen bei mir eine große Rolle und haben eine Bedeutung, sondern natürlich auch die von den Pferden. Vollkommen korrekt. So. Und gerade isländische Namen haben immer wunderschöne Bedeutungen eigentlich, weil es halt Worte aus der Sprache sind, die da verwendet werden. Erla, die Hauptfigur zum Beispiel, das bedeutet übersetzt die Freie. Oder der Floki, von dem ich erzählt habe,
der Name bedeutet tatsächlich der mit den struppigen Haaren. Und genau so hatte ich diesen Jungen auch im Kopf, als ich ihn mir ausgedacht habe. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn mir ausgedacht? Ich glaube, er kam einfach zu mir. Ich glaube, das ist genau das, was so magisch ist an Island. Man kommt da an, auf dieser Insel, und dann passieren Dinge. Ich hatte sofort die Geschichte im Kopf, als ich auf Island gelandet bin, als ich das erste Mal dort auf Island war. Da entstehen einfach solche magischen Momente durch die Landschaft, durch den Nebel, durch die Schwefeldämpfe. Also Island ist einfach ein ganz, ganz faszinierender Ort. Müsst ihr unbedingt mal hin, wenn ihr da noch nicht wart. Oder lest Bücher, in denen Island eine große Rolle spielt. Das kann auch schon helfen. Was Erla natürlich auch noch nicht weiß, gleich nach ihrer Ankunft wird sie durch ein dummes Missverständnis von ihrer Mutter getrennt. Das heißt, sie muss auf einem anderen Hof arbeiten als ihre Mutter. Und was erschwerend hinzukommt, sie muss aufs Pferd. Erla hat ja, das hat sie ja erzählt vorhin, noch nie auf dem Pferd gesessen. Und wie das ist für sie, das lese ich euch jetzt noch vor. Ingvar hält mir die Zügel für den kleinen Schimmel hin. Ich habe in meinem Leben erst einmal auf einem Pferd gesessen und das zählt auch nicht richtig, denn da hat mich Onkel Paul, der Kutscher aus der Brauerei, auf dem Nachhauseweg auf einen der Kaltblüter gehievt und ist nebenher gegangen. »Hallo, Kleiner«, murmle ich hilflos und streichle ihm behutsam den Hals, während ich die Zügel nehme und dem dünnen Pferdchen um den Hals lege. Dabei schiele ich immer noch zurück zum Meer und hoffe auf ein Wunder. Vielleicht kann Mutsch Herrn Rapp K.O. schlagen und das Boot wenden oder so etwas? Es sind doch drei Frauen gegen einen. Aber tief in mir drin weiß ich, dass das Blödsinn ist. Sie haben uns auf zwei Familien aufgeteilt. Vorläufig, rede ich mir ein. Das ist ganz bestimmt nur vorübergehend. Ich weiß, dass Mutsch alles daran setzen wird, damit wir bald wieder zusammen sind. Auf einmal finde ich Island gar nicht mehr schön. Es macht mir Angst, große Angst. Die drei Isländer diskutieren miteinander. Ich kann kein Wort verstehen, aber die alte Frau klingt ungehalten, wahrscheinlich, weil ich immer noch nicht auf dem Pferd sitze. Der Junge glotzt nur und Ingvar streicht sich über den Bart und bedeutet mir mit knappen Gesten, dass ich mich beeilen soll. Das Pony dreht den Kopf und beschnuppert meine Hand. Es wird mich schon nicht fressen, zumindest einer. Bei den Menschen hier bin ich mir nicht so sicher. Ingvar brummt irgendetwas und deutet auf den Steigbügel, der von der linken Seite des Schimmels baumelt. Ich setze meinen rechten Fuß hinein und will mich hochziehen. Alle lachen. Ingvar greift grob nach meinem Bein und zieht es aus dem Bügel. Dann klopft er sich auf seinen linken Oberschenkel. Ach, den soll ich nehmen. Na gut. Das Pony macht einen Schritt zur Seite. Ingvar verdreht die Augen und knurrt wieder. Dann packt er mich um die Taille, hebt mich einfach hoch und wirft mich schwungvoll in den Sattel. Die Zügel nimmt er mir auch wieder weg. Er drückt sie dem verdutzten Jungen in die Hand, greift sich dafür den Koffer und steigt damit schließlich selbst auf das übrig gebliebene Pony mit der schwarzen Mähne und dem eierschalfarbenen Fell. Und dann reiten wir los. Erst geht es steil bergauf. Ich kann nichts anderes tun, als mich am Sattel und in der Mähne des Ponys festzuhalten und mich mit den Füßen in die Steigbügel zu stemmen. Unter mir spüre ich, wie der kleine Schimmel den Rücken versteift. Also versuche ich, lockerer zu sitzen. Aber dann schaukle ich herum. Irgendwann finden wir einen Mittelweg, der uns beide einigermaßen im Gleichgewicht lässt. Doch plötzlich schnalzt Ingvar. Wir traben an. Und das kann ich gar nicht mehr sitzen. Das Pony legt die Ohren an und macht einen kleinen Bocksprung wie eine Ziege. Ich quietsche erschrocken auf und hänge plötzlich vor dem Sattel, halb auf dem Hals des Ponys. Der Junge hört das und sieht nur kurz mit unbewegter Miene zu mir. Dann ruft er etwas nach vorn und Ingvar kommt an meine Seite geritten. Mit einer Hand hält er den Koffer und die Zügel seines Ponys, mit der anderen greift er um meinen Oberarm und hebt mich zurück in den Sattel. Dann erklärt er mir gestenreich, wie ich seiner Meinung nach zu sitzen habe. Wie in einem Schaukelstuhl, nach hinten gelehnt, die Beine locker baumelnd, weg vom Pferdebauch, bloß nicht klammern. Leichter gesagt als getan. Aber als er noch einmal schnalzt und kurz an den Zügeln ruckt, die immer noch der Junge führt, bewegt sich das tapfere Schimmelchen plötzlich anders. Ich werde durchgerüttelt wie in einem Lastwagen auf einer Kopfsteinpflasterstraße. Tölt, sagt er und nickt mir zu, damit ich es wiederhole. Tölt, das ist mein erstes isländisches Wort. Soweit zu Nordstern. Und ich bin neulich gefragt worden, das fand ich ganz spannend, welche Figur möchtest du eigentlich sein, wenn du tauschen könntest mit einer deiner Figuren aus den Büchern?
Und tauschen ist ja immer so eine Sache, weil eigentlich fühle ich mich ganz wohl, so wie ich bin. Und vor allen Dingen, es wäre ja sonst auch keiner mehr da, der die Bücher schreiben könnte, wenn ich plötzlich eine meiner Figuren wäre. Aber mit wem ich unglaublich gerne mal Kaffee oder Tee trinken würde oder einfach mal eine Nacht oder zwei oder drei durchquatschen, das wäre Jorun. Jorun ist die alte Heilerin in dem Buch in Nordstern. Und die kennen manche von euch vielleicht auch schon aus Nordlicht, denn da hat sie auch schon eine Rolle gespielt. Und ich habe hier ja so ein paar Sachen mitgebracht, die mit Jorun oder mit der Geschichte allgemein zu tun haben. Und zwar sind da zum Beispiel Runen. Jorun hat nämlich die Fähigkeit, dass sie die Zukunft sehen kann. Sie kann also aus den Runen lesen. Oder ich habe auch noch mitgebracht Kräuter. Sie ist eine alte Kräuterfrau, wie gesagt. Das spielt also auch eine große Rolle. Und was auch noch ganz wichtig ist für die Geschichte, das ist natürlich der Nordstern oder das Nordlicht. Und ich glaube, man kann sich das vielleicht ungefähr so vorstellen. So eine Glasscherbe, das hier ist jetzt natürlich keine Glasscherbe, aber sowas in der Art findet Floki am Strand. Und auch das spielt dann eine Rolle. Das sind vielleicht so ein paar kleine Gegenstände, die was mit dem Buch zu tun haben. Und da fällt mir gerade auf, hier liegt noch eine Sache, die hat mit Nordstern aber gar nichts zu tun. Das ist ein Pferdeamulett, ein keltisches. Und darum geht es in einer anderen Trilogie, die ich geschrieben habe, nämlich im Rätsel des Pferdeamuletts. Das ist der dritte Band davon. Jetzt könnte man denken, wieso liest sie nicht was aus dem ersten oder aus dem zweiten vor? Naja, der dritte, der ist jetzt gerade ganz, ganz frisch erschienen. Ich habe das Buch jetzt gerade zum allerersten Mal in der Hand und ich freue mich so. Und ich hoffe, dass uns da keiner einen Strich durch die Rechnung macht, weil da bestimmt der ein oder andere Spoiler drin ist. Aber ich lese euch einfach mal was aus dem ersten Kapitel vor. Was bisher geschah. Mein Name ist Godje. Ich bin knapp 15 Jahre alt. Und wenn mir noch vor 10 Monaten irgendwer erzählt hätte, dass ich mich einem Pferd mal freiwillig auf weniger als 100 Meter nähern würde, ich hätte einen hysterischen Lachanfall gekriegt und Freifahrtscheine fürs Pfefferkuchenland verteilt. Ich und diese behuften Fellmonster mit den gelben Riesenzähnen? Niemals. Doch dann wurde ich 14, bekam anonym ein rätselhaftes Amulett geschenkt und alles wurde anders und immer verrückter. Ich bin ins Eis eingebrochen, von zu Hause abgehauen, habe die Schule geschwänzt, einen als gefährlich verschrienen Hengst geklaut und einen See durchschwommen. Im November. Das ist alles noch harmlos gegen den Rest. Und ja, das ist ein Pferd. Und was für eins. Ich habe jetzt... Ich fand meine Schwester Cora, die wie ich zum 14. Geburtstag ein Medaillon geschenkt bekommen hatte, und ihren Mann Aides. Ich erfuhr, dass ich nicht nur eine, sondern zwei Großmütter habe, die seit Jahren nicht mehr miteinander geredet haben. Seit dem Tag, als meine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Und seitdem versuchen beide Großmütter, mich auf ihre Art zu beschützen. Eine von ihnen, Anita Kuret, habe ich erst vor einem Dreivierteljahr kennengelernt. Sie hat mich und die Pferde geschickt. Ich möchte nicht darüber reden. Meine Nana wollte mich dagegen mein ganzes Leben lang und mit allen Mitteln von Pferden fernhalten. Denn das mit Mama und Papa war kein gewöhnlicher Autounfall. Und ich bin offenbar kein gewöhnliches Waisenkind. Ich bin eine von Eponas Erbinnen. Und durch das Medaillon... Deswegen sind unseresgleichen seit Tausenden von Jahren auf der Flucht vor dem Dunklen. Klingt abgefahren? Klingt abgefahren, ist es auch. Ich kann mit Pferden kommunizieren. Ich sehe und fühle ihre Geschichte. Ich kann ihnen helfen. Und umgekehrt versuchen Pferde, mich zu beschützen. Jederzeit, koste es, was es wolle. So sehr ich mir auch manchmal mein normales Leben zurückwünsche, ich habe keine Wahl.
Es steuert alles auf etwas Großes, Gewaltiges zu, das ich nicht kenne. Und das macht mir verdammt viel Angst. Ach ja, und dann wäre da noch eine Kleinigkeit. Der Dunkle... Und während alle hier davon ausgehen, dass ich die Einzige bin, die sie zurückbringen kann, habe ich keine Ahnung, wie ich das bitte schön bewerkstelligen soll. Ich weiß nur, die Amulette schützen uns. Über sie sind wir wie durch eine Nabelschnur mit Eponas Reich verbunden. Der Dunkle wird weiter versuchen, sie an sich zu reißen. Öffnet sich diese Tür dauerhaft. Klingt kompliziert? Ist es auch. Ich hätte wirklich gern andere Probleme. Sowas Einfaches wie Schule oder Pickel oder ein ausverkauftes Konzert meiner Lieblingsband. Ich schreibe Pferdebücher, weil ich schon immer ein Pferdemädchen war. Ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Pferde überhaupt nicht vorstellen. Und ohne Schreiben auch nicht. Ich reite auch selbst, allerdings komme ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig dazu und dann wäre es auch den Pferden unfair gegenüber, wenn ich noch eigene hätte. Das war Harper liest, ich bin Karin Müller und das sind meine Bücher Nordstern und das Rätsel des Pferdeamuletts. Und jetzt muss ich meine Statisten belohnen gehen. Tschüss!